Hallo Mensch, danke, dass du unsere Videos anschaust. Abonnieren und Glocke einschalten, damit du nie wieder was verpasst. If you hate production! Buck spielt noch. Ja, Buck. Warte, mein Bubi. Stabu. Heute ist mein Geburtstag, ich kann jeden schlafen. Ja. Und noch leben. Kann ich ein Klöpfer? Warte, jetzt nicht. Alex, du sitzt dort. Du sitzt da, oder nicht? Oder wie? Weil du siehst ja immer. Ja. Aber schau, das fühlt mich unnervt, ne? Geht schon wirklich sicher. Ist das kalt? Könntest du das in den Kühlschrank anhauen, bitte? So, red du, wo sind meine Sachen vom Tisch? Laptop, Chantis. Ich habe vom Bett vom Fenster geschmissen. Bruder, es ist riskant sowas. Gib Tiefkühltruhe, erst. Gibst du hier. Und das auch, Alter. Wer hat Klopfer geklopft? Entschuldige. Nicht Alex! Du hast nicht. Du oder was? Nein! Ja, wer kauft Alkohol? Gang! Dorn? Nein! Nein, Dorn hat Schluss. Schuh! Was? Was? Nix, was? Nix. Man muss das kühlen, meine Leute, ja? Kühlen heißt. Der kommt nicht hier. Gib mal Fünfer! Machst du den neue? Du lebst du. Du kannst die Lebensfahrt tun, oder? Oh, wie ein Gasgebier. Dann müde, ja. Schmeckt ja nur anders. Man sieht Bitmunch. Mit Alkohol schmeckt nur anders. Znaczy me bombardira ta od zarodzenia. Saka do Europy. Maszyna tako bombardira. Znasz co prawa? Dawaj. 25 metrów uçuyor. Ne yapıyor? Onura tutuyor. Öldürecekti beni bu. Niye? İyi ne yaptı? Bütün her şeyi mahvetti. Güzel plan yaptı. Emin Atra'ya sürpriz bu. Ne yapıyor lan? Ya idem bu rata da kokledam ses kriya so dings. Ya. Ya bak, ben çeyiz afo atıyor. Oradan bekliyorum onu. Bu gitti kapıda duruyor. Onu Edis mi o şem gün da su bağlı sürpriz yapacaktık. Bu gelirken bağlı. Hab dich gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg. Komm runter. Du legst dich auf die Tür. Komm runter lan. Komm runter lan. Hab dir gesagt, beeil dich. Ja, Junge, was für beeil? Wir haben dann noch 3-4 Minuten gewartet. Egal, jetzt ist es schon vorbei. Es passt eh. Es war trotzdem eine große Explosion, oder? Ja, ja. Oh, du filmst. Ja, schon längst. Weil ich gedacht habe, wir machen jetzt Ritual. Ja? Und los, okay. Darf ich noch was sagen? Ich weiß, warum ich Bauchschmerzen habe. Ich habe 4 Uhr in der Früh 3 scharfe Peperonis gegessen. Warum? Weil ich Hunger hatte. Aber warum Peperonis? Weil ich Lust hatte. Jetzt weißt du, wie ich mich gefühlt habe, wo wir Friseur gehen müssen. Die mächtigen Worte unseres üblichen Geburtstagsrituals überreiche ich an das Geburtstagskind. Sie finden immer mächtige Worte. Sie dürfen nun beginnen. Nach ihren Worten nimmt sich jeder einen Klopfer und wir trinken auf Brüderschaft. Okay. Gestern war der erfolgreichste Tag meines Lebens. Ich habe 3 Lieder aufgenommen und 3 Lieder fertig bearbeitet.
Gutes Herz ist Reichtum. Hatte ich fertig bearbeitet, aber es hat ihm nicht gefallen. Deswegen haben wir Neuaufnahme gemacht. Alles in Tonstudio fertig gemacht. Gutes Herz ist Reichtum. Baby, du bist anders und gefallen. Beat ist so geil. So ein bisschen Verstimmung. Aber obwohl das der erfolgreichste Tag meines Lebens war, war es auch nebenbei der traurigste. Es tat sehr weh. Mein Gott! Die Vergangenheit. Das sollte nicht zurück. Sollte mir auf, Mann! Alle Schmerzen kamen hoch. Ich habe einen Erwachen. Du wirst sie kaputt. Das war einfach sehr schön. Ich weiß nicht warum, aber mit dem Erfolg habe ich mir eine Brücke verschafft. Der Schmerz aller Verluste, der Schmerz aller Enttäuschungen, der Schmerz der Totenstille. Gestern war ein Tag, wo ich sehr fokussiert war. Was ich jetzt sage, ja, das ist mein Ernst. Und hör zu. Ich habe damit nicht gerechnet, aber manchmal, wenn man nach Erfolg hungert und es erreicht, es ist ein schönes Gefühl, ja, aber es wird nie wieder so ein schönes Gefühl sein, was ich mal hatte in meinem Leben. Das schönste Gefühl hatte ich in meinem Leben, als die Liebe bzw. wahre Liebe hundertprozentig da war. Die Geborgenheit, die Sicherheit. Da ich das nicht mehr habe und es reflektiert habe durch den Erfolg gestern, wurde mir erneut klar, wie wichtig es ist, wahre Liebe zu haben. Vielleicht bin ich gerade auf dem Weg, mich dahin zu arbeiten. Vielleicht wird es eines Tages wieder so sein, wo ich das spüren werde. Aber eins ist klar. Es wird nie wieder so sein, wie es mal war. Und durch diese Reflexion wurden alle Verletzungen und alle Narben erneut geöffnet. Und es war der schlimmste Anblick meines Lebens. Deswegen habe ich auch genau in diesem Moment so ein Instagram-Video gemacht. Dazu passen. Der ist emotional. Es ist ein Momentum von ein paar Minuten. Aber diese paar Minuten reflektieren dir Verluste von 7 Jahren. Ich habe sehr viele Freunde verloren. Aber einen gefunden, der nicht ersetzbar ist. Der sitzt neben mir. Egal was geschehen ist, ich habe trotzdem nicht aufgegeben. Ich habe trotzdem für die Familie mein Bestes gegeben und habe auf meine Schmerzen geschissen. Ich weiß nicht, wie der Anblick sein wird, wenn ich mal sehr erfolgreich sein werde. Aber eins werde ich immer vermissen. Meine alte wahre Liebe. Das wird nicht ersetzbar sein. Ich weiß nicht, ob es stimmt, dass man einmal im Leben sich richtig verliebt oder nicht. Das werden wir dann erfahren. Eins ist gewiss, egal wie oft mich das Leben enttäuschen sollte oder mich auf den Boden schmeißen sollte, werde ich nicht aufgeben. Wenn ich ehrlich bin, fühle ich nicht, dass ich heute Geburtstag habe, sondern ich fühle eine Wiedergeburt. Wiedergeburt von Adonis, Wiedergeburt von Padre Latino. Wiedergeburt von Akatosh. So wie mein Bruder sagte, egal wie viele Namen mich präsentieren sollten, keines davon wird mich so präsentieren, wie ich wirklich bin. Ich
Ich sag's euch, Leute, dieses Jahr wird alles zerlegt. Viele sagen, 2016 hat mir die Ohren geöffnet, 2017 wurde ich verarscht, 2018 wurde ich gefickt, 2019 bin ich wieder da. Aber soll ich euch was sagen? Das ist alles Bullshit. Das ist alles Bullshit. Trifft doch den Beat, Alter. Mach den Beat an. Ansonsten sage ich, dass wir diese Klopf mich Ding da ritualisieren, trinken. Wir haben ihn bearbeitet, wir haben nur so viel schneller. Und 2019 krachen lassen. Mach den Beat an. Ich würde sagen, jeder nimmt sich eins. Leute, mir ist egal, ob ihr immer bei mir sein werdet. Aber versprecht zumindest für eure Ziele zu arbeiten. Und niemals aufzugeben. Ich komme auch alleine klar. Dann auf ein gemeinsames Wiedergeburt. Let's go. Oh, ja, perfekt zum Beat gemacht. Ey. Ja. Ich war der Erste, Alter. Der Kleinste ist der Erste. Aber man kennt sich aus mit den Sachen. Kleiner Klopfer auf große Ziele, würde ich sagen. Ja, noch ein paar letzte Worte, dann machen wir ein bisschen weiter mit Feiern. Dann machen wir wieder Aufnahmen. Okay. Ja, Leute. Was ich euch noch sagen möchte. Sie lachen alle, weil sie glauben es nicht, dass Padre Latino hier sitzt vor denen. Genug jetzt. Gala. Seid ihr fertig? Ja, schon längst. Genug jetzt. Mein letzter Tipp an dich. Sei die Kerze, die am meisten leuchtet. Und wer eine andere mitleuchtet. Was ich damit meine, wirst du selbst fündig. Alle gehen in Deckung. Jetzt. Nein, so, boah. So? Ja. Du bist du mach. Ja, genau so. Und bam, bam. Und bam, bam, bam. Alter, er hat keinen getötet. Ja, okay. Er ist Keller. Bef Kellner bin Anna, wo Restaurant hier arbeitet, schon sag ich schon. Ich hätte so gemacht, doch man. Aber push die Tenekop Musika, srećan ti rođen dan. Sunce. Sunce, moje drago. Ah, lele. Lele. Okay, Entschuldigung. Nein. Mach den Bischof. Stoß spiele wie Benzin, Rollin Benzin, Bra. Zahl den Benzer Bar, 160 K. Und Bitches tanzen vor der Kamera. Dorsch. Kapitän hast du gerade. Dorsch, das ist für dich was. Nee, geil, mach den Beat am Bar. Ja,
hab nicht mehr Lust. Lass dir Zeit. Drei eineinhalb Stunden später. Ja, ich sag nichts viel, ich sag jetzt nicht viel dazu, ja. Und jetzt kommt keine Scheiße. Ich bin nicht gut darin. Ich sag nicht viel dazu und was es ist, lass dich überraschen. Ok, regisseurul negre, dar ne se plă și nu știi să slobot, nu. Ok. One de mâna cu posibil că vrei. Să vor. Trei manime. Sagen, Enrico ist wieder zurück. Diesmal mit keinem Gesang, sondern mit einem eigenen Rap. Heute ist dein Tag. Lass dich heute feiern. Du hast vieles für uns getan. Jetzt bin ich auch mal dran, dir etwas zurückzugeben. Wie gesagt, ich weiß nicht was. Weißt du noch damals, vor drei Jahren damals, war das Schicksal damals, nach einem Jahr alles klar, erstmals, verlorst nacheinander deine besten Freunde, Neid, Geld, Gier, verbleiben keine große Freude, ich hab auch Fehler gemacht, doch hab es kapiert, wie vieles von dir wertgeschätzt ist, solltet euch schämen, 2018, vieles geschehen, nach der 1000 Schlachten, versucht das Leben alles zu geben und dein Schicksal auf die Knie zu zwingen, doch du bleibst stark und schaffst Erfolge zu erzielen. Herz wie ein Löwe, Verstand zu krass. Ich weiß, auf dich ist immer Verlass. Ich weiß nicht mehr, was ich reimen soll. Deshalb sage ich, pass auf, ob Boden, deutsche Pass. Ich hab dir mein Leben zu verdanken, so wie viele andere auch. Du warst immer für alle da, aber die anderen für dich auch. Dein Glück in der Liebe, Meister nehmen. Doch inshallah ist Selina jetzt immer für dich da. Noch ein Schuss, du kriegst gar nicht mehr klar. Du denkst, ich bin heute alleine, aber sorry, mein Bruder, ich habe eine kleine Unterstützung gebracht. Ihr wollt sein, was du heute umfasst. Enrico, danke für dein Party-Kontivo, der alles andere klein macht. Onur Abi, heute dein Geburtstag, also Happy Birthday. Klingt doch besser als dein Film, Happy Birthday. Adel Adonis Abi, ich weiß, ich war nicht immer für dich da. Doch eines weiß ich, du warst immer für mich da. In schlechten, aber auch in guten Zeiten. Verlass in dein Lächeln, auch in den kleinen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Guckt euch diese Menschen an, Leute. Diese Menschen heutzutage. Hör mal mit Pfeifen, ja? Diese Menschen heutzutage, die machen mich verrückt. Mit deren Stratosphäre, würde ich sagen. Auf jeden Fall, was ihr hinbekommen habt, mich zu flashen. Also damit habe ich nicht gerechnet. Also ich habe mal, okay, dein Part hast du losgeschossen, aber ich hätte dann nicht gerechnet, dass du auch loslegst. Dann wieder so und dann wieder, also krank. Habt sie gut gemixt. Textinhalt ist krank, weil es die Wahrheit ist. Aber ich beginne jetzt wieder zu rappen. Niemand fragt nach deiner Meinung. Und ja, also wegen nervös sein, verstehe ich, kann man da die einen und den anderen Fehler machen. Du warst auch sehr nervös, aber hast es trotzdem gut rübergebracht. Das ist. Ich habe mein Bestes versucht. Respekt. Also was ich am meisten lobe, ist euer Teamwork. Das ist, worauf ich am meisten Wert lege, dass man im Team zusammenarbeitet für sowas, weißt du. Und Team Fetti, Bruder. Team Fetti, Bruder. Und würdest jetzt was Eigenes auf den Kopf stellen und er sein Eigenes und er würde seinen Part zum Beispiel singend hier alleine machen und dann sagst du, hey Bro, ich habe auch was, würde ich eher scheiße finden, dass ihr das gemeinsam durchdacht habt und den Text gemeinsam geschrieben habt, nehme ich mal an. Ja. Und dann noch sowas, sei mal hier auf die Wohnungsbühne rübergebracht, das fand ich richtig nice. Noch dazu habt ihr nicht irgendwas gerappt, sondern ihr habt die Realität, was hinter meinem Rücken war und vor mir sein wird, auch vorgespielt. Das war natürlich gut. Deswegen, Riesendank an Enrico, Riesendank an Ivo.
Ihr habt mit den Texten großes Wunder erbracht und darüber bin ich sehr stolz und würde euch es persönlich bedanken. Oh, er wird uns schlagen. Ja. Diesmal, weil es mein Geburtstag ist, will ich in der Minute niemanden schlagen. Danke für deinen Inhalt. Denkst du ja noch gemeinsam geschenkt. Und alles, nochmals, Bruder, alles Gute für deinen Geburtstag. Okay, danke. Schau, dass du Dinner bist. Ja, das ist toll. Ich zittere noch die ganze Zeit. Enrico, dir auch alles Gute zum Geburtstag. Dir auch, danke. Man muss ein bisschen lachen, um zu relaxen, das ist Standard. Ja. 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 Danke dafür, danke für die Worte. Ja. Sag ich doch, ich bin im Ausgesetzt. Ich danke dir für alles. Nein, nein, ich wünsche dir alles Gute. Alle haben Geburtstag. Ich wünsche auch alles Gute und danke für dich. Danke für alles. Hey, bitte, bitte. Ah ja, du hast ja auch Geburtstag. Alles Gute für Geburtstag. Für mein Jahr ist das. Ich mal zehn Geschenke, Bro. Ich muss ja wieder Kreuz sehen. Okay, Bro, also bleib gesund, okay? Ich versuche meinen Lab zu heben, aber ich bin zu breit. Ich kann dich ja nicht mal heben. Wenn, dann musst du von da also. Oh, was ist so? Bist du schon. Okay, Leute, das war krass. Ich bin ein Sixpack zu 2019. Und du mit dem Bierbauch? Okay, eine. Sarbana, Leute, Massephase. Ej, pa dobro. Sonst, Bruder? Torta? Kade? Ne znam, mit der Torte imam. Sonst hab ich wieder tschetschenischen Bogen, das so. Aber ich hab nur eine kleine gekauft. Dann mach. Willst du dich mit mir anlegen? Ja, näher dann noch. Willst du dich mit mir anlegen? Wollt's wirklich, dass ich wieder Bauch kriege? Du hast bald keinen Akku mehr. Ich auch nicht, ich muss auch anstecken. Ja. Und ich hab... Und dort hab ich auch bald keinen Akku mehr. Jetzt machen wir die Torte oder später? Die Torte, wir gucken Musik und dann machen wir... Ich bin alles herrichten, da werde ich mal chillen essen und so, okay? Ich sag noch gleich... dieses Lied, Dein Herz? Ich habe meinen Text geschrieben und ich habe mir gedacht, ich will auch mit ihm was machen, für dich. Wir haben uns dann zusammengesetzt und wir haben uns beide Wörter überlegt für dich, von ihm. Er hat mir gesagt, was er will, was er dir rüberbringen will. Ich habe ihm auch ein bisschen geholfen und so, aber das waren seine Worte und wir wollten dir einfach nur... Wie gesagt, wir wissen nicht, wie wir dir danken können. Und das war mal was Neues, anstatt jeden Geburtstag gehen, war das Gleiche. Torte essen, das. Ich hoffe, es hat dir wirklich gefallen. Wir waren ein bisschen nervös. Ne? Nochmal. Ja. Eins ist klar. So wie ihr mir heute verdankt habt, was für ein guter Mensch ich bin, hat es noch nie einer in diesen 21 Jahren geschafft. Also was habt ihr mir? Ja. Ihr seid der Erste und wahrscheinlich die Letzten, die es mir so verdankt haben. Also ich finde es einzigartig und ich werde es immer in meiner Erinnerung haben. Das ist 100%. Deswegen danke. Immer wieder gerne. Und jetzt feiern wir noch ein bisschen. Ne? Einen Wunsch habe ich noch. Bitteschön. Einen Wunsch habe ich noch. Warte, ich muss was sagen. Warte. Da ich bald den Channel PLL777 gründen werde, möchte ich, dass das erste Lied dieses Lied ist. Dein Ernst? Ja. Das wollte ich sagen, dass ihr dieses Lied hochladet, damit sie was? Dass wir dieses Lied umsetzen und es als erstes Lied hochladen in PLL777. Ist das wirklich dein Ernst? Ja, sonst würde ich es ja nicht sagen. Also ich bin dabei, du? Also üben und dann heißt es, diesen Beat schickst du mir und dann heißt es nur noch Soundtrack und dann geht's schon. Ja, mach ich. Kein Problem, also ich bin dabei, du? Also ein herzliches, emotionales Video wird dazu wird auch gemacht, dann können wir wirklich 4 Lieder in Jena ballern. 4 Lieder. Ballalo, lo, 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 lo. Das alles. Was machst du? Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Ordnungs. Wünsch dir was? Ich hab mich verbrannt. Wünsch dir was dran? Ich will schnell mal. Heute sind sie gold, heute sitzen wir im Bett, gestern zu sechs in den Rock. Und der Bett damit der Tasche, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Nein, ich will nicht am Leben, Mama sagt mir, wünsch dich, das sagst du, darfst dich abheben, dann gefällt es glänzlich. Und keiner fängt dich, keiner
Bitch, ich weiß, von was ich rede. Ich weiß, dass sie mich hassen und ich weiß, dass ich vergebe. Brüder werden komisch, doch ich hasse nicht, ich bete. Bitte Gott verzeihen alles, sie haben Ego-Probleme. Was hab ich gemacht? Mein Gesicht ist schwer. Ich krieg ein Kugel für Paran. Gratans hat ein Kugel im Kaffa. Das ist klein? Super. Das ist zweites. Ich bin langsam müde. Soll er wissen, wo wir sind? Da oben gibt es sowas keinen Platz. Na. Mach euer Brat, damit ich nicht wieder friere. Okay, ich geb dir dein Geschenk. Und auf einmal sind alle nett zu mir. Honor, ich mein Geschenk an dich. Mit deinem 21. Geburtstag. Er schaut relativ klein aus und er schaut auch albern aus. Aber es wird dich freuen. Mach ich. Mach auf, mein Gelein. Wo soll ich hin? Aufmachen einfach. Wo soll ich? Bro, es steht da was. Steht da Game oder gerne? Ich wünsche dir ganz, ganz viel. Oh, ich hab verkackt im Schreiben. Du bist jetzt weg. Aber zeigst schnell ich Steuer, aber was du hast. Da oben gibt es sowas keinen Platz. Bruder, siehst du super, Geber? Ich muss das jetzt gewaltsinnig aufmachen. Da bleibt alles hier. Er schaut, weil du kleine Hunde siehst. Er schaut drin dumm aus, aber du willst dich drüber freuen. Du musst nur den Äußeren drinnen, was steht. Jetzt sind zwei Rechnungen. Er gibt mir seine Monatskosten. Nein. Es steht, Bruder, musst du mir zurückzahlen. Nimm die raus. Perfekt. Und jetzt liest das und dann wirst du verstehen, wozu die sind. Alles Gute zu deinem 21. Geburtstag. Gönn dir auf je diesen Zettel gibt es 10 Euro Guthaben. Für deine Xbox Code steht drauf. Viel Spaß, Bruder. Für deine Xbox sagt. Also da 20 Euro. Du wolltest ja dir mit My Cry kaufen, deshalb. Alle drei Teile. Ja, 2018 wollte ich mit dir mit My Cry kaufen. Ja, kannst jetzt kommen, wenn du 20 Euro hast. Wenn ich LAP schaffe. Ja. Natürlich, der Code steht da drauf. Du musst aufmachen. Ja, Spaß. Du musst den Code eingeben, okay? Anko. Wenn im Leben das an der Rode. Nein, sind das nicht diese Puppe? Plasma, ja. Und ja, das hat meine Mutter gemacht. Robert! Und die Leben, ich glaube, Robert. Schmeckt richtig geil, Bro. Danke an deine Mutter. Danke für ihre Zeit und ihre Liebe. Doch es klappt nicht.
Nice, dass du immer noch da bist, lieber Mensch. Hoffentlich hast du uns schon abonniert. Wenn dir das Video gefallen hat, lass es uns durch einen Daumen hoch wissen. Wenn du Bock auf Musik hast, hier links findest du unseren Musikchannel. Da machen wir gratis Musik für unseren Fans. Wenn dir gerade langweilig ist, dann guck dir die vorgeschlagenen Videos an. Danke für deine Zeit, bis zum nächsten Mal. Sei ein Abo, sei ein kranker Visionär.